Hallöchen, Hallöchen. So, wir müssen aber erstmal kurz gucken. Wegen der Musik. Nicht, dass wir dann Probleme kriegen. So, hier steht aber irgendwie nichts. Okay, dann können wir nur hoffen, dass wir da keine Probleme kriegen. Und dann legen wir auch mal los. Wir wollen die Story, oder? Ich würde sagen, wir nehmen Erkundung und Story, oder? Wir nehmen offene Welt. Alle haben etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Wie Familie, Freunde, wie Werte oder Heimat. Ganz egal, wer du bist, manche Sachen musst du einfach beschützen. Aber was tust du, wenn die Welt sich gegen dich wehrt? Jetzt weiß ich's. Ich wünschte, ich könnte zurück und es mir erklären. Aber ich war dafür gar nicht bereit. Okay, Gerichtssaal. Richterin Maya Bird hat den Vorsitz im Verfahren das Volk des Staates New York gegen Alfre Holland. Die Anklage lautet versuchter Großdiebstahl. Sie plädieren? Nicht schuldig, euer Ehren. Verstehe. Nehmen Sie ihr die Handschellen ab. Also, bevor wir beginnen, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie nicht zum ersten Mal das Gesetz gebrochen haben. Ich würde eher sagen, das mittlere Dokument erstmal lesen. Nicht meine beste Seite. Das stimmt. Dann mit dir lesen. Lohn. Das habe ich lange nicht gesehen. Das waren vielleicht mal die frühere Zeiten. Hallo? So ganz. Achso, genau auch das. Okay. Toll, so in alten Zeiten zu schwelgen. Warum sind Sie hier, Frey? Schwerer Diebstahl? Soll das Ihr Weg sein? Nein, aber das Geld war für... Vergessen Sie's. Irgendwann müssen Sie endlich Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen. Haben Sie vom Gewohnheitsverbrechergesetz gehört? Es heißt auch Drei-Verstöße-Gesetz. Ich habe doch nie jemandem Leid zugefügt. Nur sich selbst. Zwei Vorstrafen wegen Diebstahls. Heute mitgezählt sind wir dann insgesamt bei drei. Dafür sitzen Sie unter Umständen ziemlich lange ein. Sie sind so voller... Potenzial? Ich könnte so viel mehr erreichen? Ich habe mein ganzes Leben vor mir?
Ich wollte sagen, du bist so voller Wut und Verbitterung, dass ich nicht weiß, ob du je irgendetwas erreichen wirst. Hand aufs Herz. Aber, weil wir bald Weihnachten haben, werde ich dir ein frühzeitiges Geschenk machen. Wehe, du vergeudest es. Ich lasse dich gehen mit der Auflage, dass du 120 Stunden Sozialdienst leistest. Danke. Sie werden es nicht bereuen. Wenn wir uns je wiedersehen, bin ich nicht so milde. Kapiert? Gut. Kannst gehen. Frey, einen Moment. Alles Gute im Voraus. Es ist nicht zu spät, dein Talent zum Wohle anderer zu nutzen. Okay, es gibt schon Kapitel, okay. So, ich spiele das voll. Ich habe kein Video oder sonst irgendwas gesehen. Aber interessanter bleibt es auch. Da spielt das auch anders. Puh, das war knapp. Die Richterin hat mir den Arsch gerettet. So viel Glück hat man nur einmal. Hey, hallo Sie, Ihr Handy. Du liebe Zeit. Danke Ihnen vielmals. Schon okay, passiert jedem Mal. Sie sind meine Rettung, im Ernst. Frohe Weihnachten. Ah, frohe Weihnachten. Ich muss nach Hause zu Homer. Die Arme braucht ihr Futter. Okay, Notiz. Okay. Ah, okay, so tut man das auch. Gut. Okay, festlegen. Okay. Ich muss schleunigst nach Hause. Oh, okay. Sieht schon ganz nice aus, ne? Aber ich wollte schnell was ändern, falls es noch kommen sollte. Audio. Musik. Machen wir mal. Machen wir komplett weg. Das ist sonst mir zu riskant. Und ja. So. Ich hasse diese Kälte. Muss schnell ins Warme. Hoffentlich sehe ich nie wieder ein Gerichtssaal von innen. Ja, dann war auch kein Mist. Dann siehst du sowas auch nicht. Okay. Oh Gott, doch noch so weit. Hallo. Bye. Oh, fuck. Oh, Frey. Dachtest, wir finden dich nicht. Hey, Lisa. Lisa? Echt? Dachte, sie wäre Lisa. Das ist Chrissy. Tja, ganz ehrlich, du siehst für mich eben nicht aus wie eine Lisa. Oh! Wo ist das? Ich hab's nicht, okay? Es gab Komplikationen. Ich hab nicht vor, beim Autoclown erwischt zu werden, aber ist halt so. Ich will keine Komplikationen. Du bewegst dich auf Glatteis. Tja, das höre ich heute nicht zum ersten Mal. Bring die Karre wieder. Ist nicht so einfach. Die Bullen haben sie. Was ist überhaupt das Tolle an der Karre? Das geht dich überhaupt nichts an. Der Boss, Mr. Giggen, ist wirklich übel drauf. Also hol das scheiß Ding wieder. Sonst geht's einer von uns an den Kragen. Darf ich sagen, wem? Echt witzig. Gleich liegst du tot in dieser versifften Gasse und ich sag dir eins. Niemand wird dich vermissen. Oh. Niemand. Okay. Okay, du sagst dem Boss, Mr.
Chicken. Gegen. Quicken. Gegen! Okay, ich sag ihm, ich könnte ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber schau, ich schieß ihm was vor. Geh mir aus dem Weg, verdammt, los! Aus dem Weg! Verdammt, nein! Warte nur, du kleine Rotzköre, wenn ich dich erwische, erlebst du dein blaues Haar! Mit Ziegelstein! Lass das sein! Okay. Ich weiß aber schon, dass es eine Waffe gibt. Komm sofort zurück, Frey! Jetzt gibt's kein Zurück. Solltest definitiv nichts mehr machen. Alles noch dran? Oh shit, ich hab's eilig. Tut mir echt leid. Wo lang? Ich muss echt einen Ausweg finden. Ist das in Ernst? Ja. Wo zum Geier steckst du, Frey? Weglaufen ist zwecklos, hörst du? Vielleicht nehme ich besser die Gasse. Geben die endlich auf. Die geben nicht so schnell auf, Madame. Auf der Hauptstraße werde ich sie hoffentlich los. Autsch. Bin fast da. So. Hey. Wo ist sie hin? Hä? Na? Fuck, jetzt spuck's aus! Wo ist sie hin? Gott. Wir finden dich, Frey! Du bist tot! Oh, fuck! Sie hat jedenfalls nicht einfach. Homer wartet bestimmt schon. Ich sollte rein, bevor mir was abfriert. Okay, wir müssen auch noch so rein, alles klar. Hallo? Sweet hell. Okay, mach mal auch so auf. Charakter. Mal sehen hier. Das war die Richterin, Lisa. Für das Straßengang. Wichtiges Mitglied, okay. Ausrüstung, was haben wir denn da Schönes? Alles klar. Und hier. Okay. Achso, das sind Fingernägel. Okay. Welt, New York. Führungszeugnis, okay, das haben wir alles gesehen. Tutorial brauchen wir auch nicht. So, müssen wir da. Alles klar. So. Dann suchen wir mal die Katze. Das sind sehr, sehr viele Punkte. Aber das wäre so.
Das Zeug schmeckt ihr nicht. Aber ich habe nichts anderes. Ich frag mich, wo Homer steckt. Achso, sollen wir erstmal Homer suchen, ja, das. Der Holland-Tunnel, wo meine Eltern sich verdünnisiert haben. Wer lässt ein Baby an der Straße liegen? Wenigstens war es nicht der Queens Midtown-Tunnel. Das wäre ein beschissener Nachname. Okay. Meine treuen Treter. So hübsche Treterchen. Alles klar. Verquerer und Verquerer, rief Alice. Wünschte, ich könnte durch den Kaninchenbau ins Wunderland abhauen. Alles klar. Roland, wo bist du jetzt? Endlich kann ich neu anfangen. Wird auch höchste Zeit. Okay, Fluchtplan. Dann noch sehen. Dann mal den Fluchtplan sehen hier. Also sieht man nur so, okay. Okay, alles klar. Okay, haben wir hier sonst noch was? Hey, Homer. Sorry, ich weiß, ich bin spät dran. Na, einsam? Oh, tja, danke. Aber mein Geburtstag ist erst in ein paar Tagen. Ganz ehrlich, den hätte ich jetzt fast vergessen. Bin so busy in letzter Zeit. Ach tja, weißt du, ich war schwer beschäftigt. Audienzen geben, Drachen töten. Das bleibt unter uns, aber ich bin eine echt große Nummer. Eine Riesennummer. Alle zählen auf mich. Wir verschwinden aus dieser Stadt, Homer. Weg von den ganzen Arschlöchern, dem Müll und den Korps. Ich habe genug Geld, dass wir neu starten können. Ja? Ich verspreche dir, wo wir hingehen, lieben sie Katzen. Sogar eine wie dich. Gott. Ich will endlich frische Luft. Blauen Himmel. Nie mehr davonlaufen, nie mehr Cops, nie mehr kämpfen. Morgen. Morgen früh dann hauen wir von hier ab. Kann's kaum erwarten, von hier weg zu sein.
Ja, das ist hart. Na ja, gut. Shit! Homer! Los, komm schon, nichts wie raus! Nimmt mal Geld mit hier, ne? Erst muss ich Homer finden. Der Witz, ne? Na, erstmal das Geld noch und dann Homer suchen. Homer! Na los, Kleine! Wieso? Homer! Ach, ein Glück. Wir müssen hier raus, schnell! Nein, nein, nein! Fuck, die Tasche! Ich hab gesagt, nimm die Tasche mit. Och nö. Und wieder neu sammeln mit Geld. Ihr Mies! Nun die letzte Meldung. Bei dem Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Hell's Kitchen, Manhattan, handelt es sich um Brandstiftung. Zum Glück ist nur Sachschaden zu beklagen. Die Feuerwehr sieht örtliche Bandenmitglieder in der Verantwortung. Bisher wurde noch niemand festgenommen. Sorry, Kleiner. Frey, was ist passiert? Du siehst ja aus. Sind Sie allergisch? Was? Katzen. Haben Sie eine Allergie? Nein, ich liebe Katzen, aber bist du in Gefahr? Gut. Sie mag Nassfutter, das Fasrige, mit Stückchen. Sie hat's gern warm zum Schlafen. Manchmal will sie auch auf den Schoß. Und sie muss baden, aber viel Glück dabei. Frey, was ist passiert? Ihr Name ist Homer. Bitte kümmern Sie sich um sie. Bitte! Danke. Was tust du da, Frey? Das Richtige. Ich brauche Zeit, um ein paar Dinge zu regeln. Danach hole ich sie ab. Vielleicht dauert's eine Weile. Frey, warte. Egal was ist, ich kann helfen, Frey. Frohe Weihnachten. Na also, Homer ist in Sicherheit. Aber was soll ich jetzt machen? Ja, jetzt muss auch wieder Geld beschaffen. Wie passend. Happy Birthday, Frey. Danke, Mom. Nein, so bin ich nicht. Nein, ich krieg das hin. Ich hol Homer ab und verschwinde aus.
Was? Okay, aber ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen und wir sehen uns. Bis dann.